Ich grüße euch. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda Blättert. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr so viel Spaß mit dieser Serie habt wie ich. Heute habe ich mir mal ein Magazin rausgekramt, was ich glaube in so einer kleinen Flaute erschienen ist. Zumindest kommt mir das so vor. Es ist die Ausgabe 1, Januar 94 und es ist ja heute ja immer noch so Jahresanfänge, da erscheinen meistens nicht so viele neue Spiele, über die man jetzt großartig berichtet. Kann, weil natürlich die ganzen Hersteller immer versuchen, alles zum Andersgeschäft zu veröffentlichen. Ja, Hauptthema ist Plock, Kirby's Pinball Land und Super Hockey. Also da sieht man schon, es ist wirklich ein eher, naja, ich sag mal Mauermonat, wobei Plock echt ein super Spiel ist. Das habe ich damals gehabt, das ist so an mir eigentlich vorbeigegangen. Ich habe das mal von einem Kumpel mir ausgeliehen und dann wirklich sehr, sehr zu schätzen gelernt. Vor allem natürlich dieser Art-Teil von dem Cover, was man hier sieht, so ein bisschen aus Knete gemacht. Das findet sich im Spiel zwar nicht wieder, aber das bleibt hängen, würde ich sagen. So allgemein zum Magazin habe ich das Gefühl, dass sie hier mit dem Cover, vielleicht sieht man es auch, okay, die anderen Seiten spiegeln auch, aber das fühlt sich so etwas fester an, als ob sie da so ein bisschen mit der Papierqualität etwas mehr gemacht haben. Ja, dann schauen wir mal, was für Themen hier sind. Sehr Super Nintendo-lastig, wie es aussieht. Plock FX Tracks. Das sagt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts. Das wird wahrscheinlich was mit dem Super FX-Chip zu tun haben, oder? Zelda 3, klar, Super Hockey. Mystic Quest Legend. Achso, das wird wahrscheinlich das normale Mystic Quest sein. Jurassic Park, Aladdin, Goof Troop. Ah, sehr schön. Battletoads im Battle Maniacs, kennen wir auch. NES natürlich etwas weniger. DuckTales, Darkwing Duck und Kirby's Adventure. Dafür aber wirklich drei Spitzentitel. Game Boy, Link's Awakening, Kirby's Pinball Land, wie da stand schon, Kirby's Dream Land und Super Mario Land 2. Also durchaus wirklich hochkarätige Titel, würde ich sagen. Ne? Aber ich würde sagen, schauen wir mal rein, wie immer hier zuerst die Leserbriefe, die schönen Zeichnungen. Da spielt wer gerne Baseball auf dem Game Boy, ehrlich gesagt. Aber es ist von der Idee her, von der Umsetzung her, ist das gar nicht so verkehrt, würde ich sagen. Natürlich episches Foto hier, sehr schön. Der hat er das an die Wand gemalt, oder? Also, wenn ja, dann großen Respekt. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ach, hier auch. Ja, hier das Super Mario Land 2, 1, Gott, auf dem Game Boy. Ja, und fangen wir gleich bei Plock an. Wo ich da aber noch zum Cover kommen muss, was mich so etwas verwirrt hat. Die verrückte Suche geht weiter. Das impliziert ja, dass das irgendein zweiter Teil ist oder sowas. Ne? Aber ich meine, das wäre ein... da gab es keinen Vorgänger oder keinen Nachfolger. Keine Ahnung. Ja, Plock. Auf jeden Fall sehr, sehr schöner Plattformer. Hat einen sehr, sehr schönen Grafikstil, wie man hier sieht. Sehr bunt, sehr comicartig. Die Musik ist sehr, sehr schön. Ist auch nicht sehr teuer, das Modul. Das kriegt man quasi hinterhergeworfen. Und Besonderheit ist halt... ja gut, man sieht es auf den Standbildern nicht so sehr, aber als Attacke werft ihr eure Arme und eure Beine. Das Problem ist natürlich, die kommen dann wie ein Bumerang zumindest theoretisch zurück und natürlich, wenn ihr alle Gliedmaßen weggeworfen habt, dann bewegt ihr euch nur noch sehr, sehr langsam logischerweise. Ne? Das muss man auch teilweise taktisch später einsetzen, weil man dann einen Schalter umlegen muss, wo das Gliedmaß erstmal da bleibt und man es später einsammeln muss. Deswegen muss man da teilweise sehr, sehr sparsam mit umgehen. Also so ein bisschen strategische Variante ist auch dabei und ich sehe gerade, genau, es gibt auch verschiedene Kostüme, das sind halt so zeitlich begrenzte Power-Ups, wie hier zum Beispiel hat er so eine Flinte, da kann man halt ein bisschen schrotflintenartig mit Schrot um sich schießen. Wie gesagt, er hat eine sehr, sehr schöne Stimmung, das Spiel. Ist auch später, am Anfang ist es relativ einfach, sage ich mal. Wird dann aber durchaus schwerer auf jeden Fall. Flammenwerfer gibt es genau, die Pogo-Brüder sind die ersten Bosse und so weiter. Also macht schon viel, viel Spaß und ja, also nachher wird es etwas eintönig, weil die Level sind dann nicht so linear aufgebaut, sondern ihr müsst dann halt in einem gesamten Level dann halt verschiedene Floh-Eier waren das, glaube ich, zum Beispiel suchen. Und bis ihr dann das letzte wirklich gefunden habt und den Weg dafür erschlossen habt, das kann schon mal dauern, kann etwas nervig sein.
Das hier hat mich damals auch sehr überrascht. Da gab es so Schwarz-Weiß-Abschnitte, weil man quasi in die Vergangenheit zu Opa Plock sich erinnert hat. Das war ein sehr, sehr schöner Kniff eigentlich. Eigentlich sehr einfach, aber hat einen großen Effekt damals auf mich gehabt. Ich war jetzt sehr, sehr schöner Plattformer. Wie gesagt, guckt da mal rein, wenn ihr das irgendwo findet. Aber wie gesagt, das Modul kriegt man, glaube ich, für unter 10 Euro, glaube ich, auf jeden Fall, wenn man etwas Glück hat. FX Tracks ist, das ist so das Stunt Race FX, wie es denn später hieß, ne? Das ist sogar das FX-Spiel, was ich damals hatte, so nach dem Motto, ja gut, Rennspielen kannst du ja nicht viel falsch machen, ich hatte ja auch viel Spaß an Mario Kart, aber diese Polygon Super FX-Chip-Spiele auf dem Super Nintendo sind meiner Meinung nach, waren schon damals Mist, weil man gefühlt irgendwie mit 5 Frames per Second irgendwie da durch die Gegend geheizt ist, denn lieber schöne Sprite-Grafik, also mit diesem frühen 3D habe ich mich damals nie irgendwie erwerben können. Der einzig gute Titel mit dem Super FX-Chip ist meiner Meinung nach Super Mario World 2 Yoshi's Island. Da wurde der ja benutzt, aber nicht um solche 3D-Polygone darzustellen. Das war eher die richtige Variante, weil das war wirklich so, boah, ne, so fast ruckeln, sehr langsam, fühlte sich sehr langsam an. Und diese frühen Polygone sahen jetzt auch nicht so viel besser aus wie es Mario Kart zum Beispiel oder sowas. Ich weiß nicht, ich fand es nicht toll. Ach, stellen Sie auch nur kurz vor anscheinend. Das scheint denn ja wahrscheinlich so ein ganz, ganz früher Artikel drüber zu sein. Wenn auch der Name noch ganz anders hieß, ne? Ja, genau, da gab es 3 Fahrzeugtypen, einmal hier so der Jeep, dann einmal der Rennwagen und einmal so der normale Wagen. Genau, das ist der Jeep, das müsste der normale Wagen sein und das ist hier der Rennwagen. Dementsprechend natürlich unterschiedlich, der eine hat den schneller, dafür schlechteres Handling und so weiter. Ihr kennt's, ich bin kein Fan davon, ehrlich gesagt. Ja, Link to the Past, okay. Das Thema hätte ja eigentlich schon längst durch sein müssen. Deswegen zeigen sie hier so ein paar kleine Tipps und Tricks. Ja, also man merkt wirklich, da wird's mau, würde ich sagen. Ja, genau, hier verrückte Hühnerattacke kennt man ja, wenn man die Hühner entsprechend ärgert, der mit dem Schild. Dass man die Flaschen bekommt. Ja. Aber es ist cool, dass es nochmal hier quasi zeigen, weil ich glaube, da war das Spiel auch schon ein Jahr alt. Ich glaube, so alt war das schon gar nicht, ne? Wenn das hier Januar 94 war, das müsste ja 93 erschienen sein, glaube ich. Oder habe ich gerade irgendwas falsch im Kopf? Na gut, egal. Genau, aber wie war es? Viele Tipps kann man immer gebrauchen. Super Hockey, genau. Also das frage ich mich echt, warum sie das auf Cover gepackt haben. Also zumindest nicht als Bild, aber als Überschrift. Bei Eishockey, gut, mittlerweile, wo die Jungs ja bei Olympia so erfolgreich waren, haben die ein bisschen mehr Popularität bekommen. Aber der Sport ist eigentlich bei uns eher so Nischendasein, ne? Ja, es ist halt ein Sportspiel, ne? Da kann ich ehrlich gesagt überhaupt nichts zu sagen, habe ich nicht gespielt und ehrlich gesagt interessiert mich das auch gar nicht. Ja, gut, was ich beim Eishockey aber immer gut fand, ich habe ja sehr ausdauernd Blades of Steel damals auf den Gameboy gezockt, dass man sich da halt prügeln konnte, weil ja Eishockey so ein bisschen ruppiger zugange geht, ne? Mystic Quest Legend, ja, das Einsteiger-Rollenspiel. Dürfte ja die meisten kennen, es finde ich schon fast zu bare bones. Das war, ist ja quasi auch ein offizieller Teil von Final Fantasy, zumindest theoretisch. Und ja, die Japaner, die dachten einfach, ja, wir haben diese tollen japanischen Rollenspiele, aber die westlichen Leute sind ja zu doof dazu. Deswegen haben sie hier mit Mystic Quest quasi so ein Anfänger-Rollenspiel, was so ein bisschen bare bones ist, was so ein bisschen die Mechaniken zeigen und beibringen soll, auf den Markt gebracht. Ja, ist im Nachhinein ist ein okayes Spiel, aber natürlich wird das dann durch die späteren Rollenspiele, die es auf den Systemen alle gab, dann natürlich wesentlich in den Schatten gestellt.
ne, hier mit den Bossen und so weiter. Ja, es wird ein bisschen eintönig, finde ich persönlich. Ich habe ja auch schon Tests zu dem Spiel gemacht. Ich scheue mich ja mal so ein bisschen zu Rollenspielen und so weiter einen Test zu machen, weil man natürlich so viele Stunden da hinein versenken muss, um da halt entsprechend Videomaterial zu haben und so weiter. Ich habe natürlich Anspruch, wenn ich ein Testvideo zu einem Spiel mache, dann will ich das zumindest vielleicht nicht unbedingt durchgespielt haben, aber dass ich in überall mal reingespielt habe, wie es aussieht und so weiter. Und das ist natürlich bei Rollenspielen sehr, sehr zeitintensiv, ne? Ist klar. Und bei dem Spiel ging das dann eigentlich, deswegen konnte man dann das mal machen. Ja, Jurassic Park, das Spiel sagt mir auch nichts, aber ich muss sagen, hier mit dem Hintergrund, da war ich sehr, sehr mutig, oder? Das kann man jetzt nicht so geil lesen, muss ich sagen, so vom Layout her. Scheint ein bisschen Overview zu sein. Ich schätze mal, man muss dann... Oh. Ja, ich dachte, da kommt noch was. So eine Seite mit ein paar Infos, das sieht jetzt nicht so groß aus. Dann haben sie wahrscheinlich nicht so viel Marketingbudget mäßig gegeben. Ist das hier auch so ein bisschen 3D-mäßig oder sieht das nur so aus? Also sieht interessant aus auf jeden Fall, aber ich wette, wenn das hier mit 3D ist, dann wird es wahrscheinlich sich kacke spielen, nehme ich mal fast an, aber... Gut, Aladdin. Da schauen ja viele drauf, dass die Mega Drive-Version besser ist. Ich habe die Mega Drive-Version nie gespielt. Ich finde die Super Nintendo-Version aber eigentlich auch nicht schlecht. Hatte ich damals aber nicht gespielt, habe ich irgendwann mal nachgeholt. Ich weiß gar nicht, ist auch schon länger her. Deswegen ist jetzt mein Hintergrundwissen jetzt auch nicht gerade das Frischeste. Ach, guck mal hier. Passwörter. Oh, ist ja praktisch. Das ist aber nett, dass sie die mal gleich zeigen. Das war natürlich damals immer Gold wert, solche Passwortlisten und so weiter. Die wurden auf dem Schulhof, ihr kennt es wahrscheinlich selber, immer fleißig getauscht und so weiter. Damals konnte man halt einfach nicht ins Internet gehen, um da einfach mal was nachzuschlagen. Ne? Genau hier diese, ist das Teppichlevel? Kann das sein? Keine Ahnung, wie gesagt, meine Erinnerungen, da sind sehr, sehr dunkel. Wo die aber relativ frisch sind, ist GoofTube. Auch das Spiel kriegt ihr relativ günstig und ist echt ein spitzen Spiel. Allgemein so Disney auf dem Super Nintendo macht ja sowieso immer eine relativ solide Figur auf jeden Fall. Aber hier ist halt cool, weil das hier so eine Art Action-Puzzler ist, wo ihr halt immer in diesem Bildschirm seid. Dann sind die ganzen Piraten da und die müssen halt die mit Fässern erledigen, die immer den, ja, ihr könnt die Fässer so treten, dass die dann quasi in einer Linie dann fliegen, beziehungsweise ja, rutschen, und damit könnt ihr dann halt die ganzen Piraten erledigen. Habt ihr natürlich auch ja, noch Gegenstände, wie zum Beispiel so ein üblicher Grappling-Hook, wo ihr euch irgendwo festsaugen könnt und hinziehen könnt und so weiter. Ist auch sehr abwechslungsreich, so ein bisschen ja, piratenmäßig aufgemacht sind die Gegner. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Sollte eigentlich jeder, der mal ein bisschen was Super Nintendo-mäßiges zocken will, mal reingeschaut haben. Ach hier, guck mal, hier haben sie auch die Passcodes. Das ist nicht verkehrt. Wie gesagt, das nimmt man immer ganz gerne. Mit so ein paar Tipps und so weiter. Hier, man sieht, dass diese einzelnen Welten natürlich, es ist ja immer ein Bildschirm. Man geht von Bildschirm zu Bildschirm im Prinzip. Dass die wirklich teilweise sehr, sehr groß aufgebaut sind. Ne? Yo, Battletoads. Super Serie. Ja, da wird es eigentlich mal Zeit für so ein Battletoads Remake, oder? Das Franchise, das liegt schon so lange flach. Hat sich damals aber, zumindest meiner Ansicht nach, nie so hundertprozentig durchgesetzt, weil es natürlich so ein bisschen auf dieser Welle von den Turtles geritten ist. Ne? Statt Turtles haben wir hier halt Kröten und die kloppen sich auch und so weiter. Ja, die Spiele sind ja zumindest teilweise dafür berühmt, dass sie verdammt schwer sind. Und auch gefühlt, wenn man hier so diese Abschnitte sieht, ich habe ja mal die Gameboy-Version, wie hieß es nochmal, keine Ahnung. In Ragnarok's World war das, glaube ich, gespielt. So ein bisschen prinzipieller Levelaufbau ist bei den meisten Battletoads-Spielen gleich, dass ihr halt ein normales Klopp-Level habt. Dann habt ihr hier so ein Level, wo ihr von oben nach unten auf irgendwas schwebt und Sachen ausweichen müsst und so weiter. Und natürlich immer die berühmten Speederbike-Level oder je nachdem, was für eine Variante das ist. Ja. Auf jeden Fall als schöne Beat'em-up-Serie, auf jeden Fall kann man nicht viel falsch machen. Aber den Titel an sich hier habe ich noch nicht gespielt, muss ich sagen. Game Talk.
Das ist natürlich auch schön, wie die Entstehung von Mystic Quest. Alter, wenn ich solche Fotos sehe, ich hoffe, keiner von euch muss in so einem Großraumbüro arbeiten. Finde ich immer schrecklich, wenn man das so sieht. Ja, trotz räumlicher Enge kennt die Fantasie keine Grenzen. Ja, wenn man bedenkt, wenn man in diesem grauen Cubicle, nennt man das, glaube ich, auf Englisch sitzt, ob man da so fantasievoll arbeiten kann, aber ist immerhin ein vernünftiges Spiel. Ach cool, die haben hier so Massagesessel dann. Auch nicht schlecht. Oh, schönes Poster. Oh, ist mal sehr schön. Ich muss es quer halten vom Kameraausschnitt, aber ihr könnt es ja sehen. Street Fighter 2 Turbo Poster. Sieht gar nicht so schlecht aus. Also Street Fighter 2 Turbo war ja mein Street Fighter, was ich damals gezockt habe. Sehr, sehr schönes Spiel. Der Super Mario Kart All-Stars des Jahres 1993. Oh, scheint er ja aus Hannover, sehe ich gerade hier. Der Nils Krieger aus Hannover. So sieht also ein Super Mario Kart Crack aus. Ach, das ist ja schön. Nintendo Lexikon. Was ist ein RPG? Was ist ein Rollenspiel? Was ist Scrolling, Speicher, Vektorgrafik, Sprites, Screen Text? Herrlich. Gut. Denk mal, euch allen dürfen die Vokabularien natürlich geläufig sein. Aber damals natürlich, ja. Da war das echt was Neues, da war das noch nicht so eingebrannt. Nintendo Superstars Magic Tour 94, habe ich ja gar nichts von mitbekommen. Ach, mein Lieblingsspiel mal wieder. Scheint jetzt aber, genau, erst 3 Monate jung. Also das ist so ein bisschen Nachbearbeitung hier. Da scheinen sie hier, auch hier sich so ein bisschen auf die Tipps und Tricks zu verlagern. Ach so gefühlt, ne? 93 war echt ein gutes Spielejahr, glaube ich, wo viel, viel Gutes erschienen ist, auf jeden Fall. Hier, der Gockel, der fand ich immer lustig, dass man so hochgeflogen ist mit dem. Das war cool. Und hier natürlich hier der berühmte Sache, wenn man Sachen gestohlen hatte, dann wurde man ja von allen nicht mehr mit seinen Namen, den man halt eingegeben hat, angesprochen, sondern immer nur noch mit Dieb. Das ist natürlich klasse. Na gut, aber wenn das nicht stört, kann man natürlich sich im Laden, ja, ich sag mal, günstig versorgen. Ne? Sehr schön. Ja, das war eine Adlerfestung und so weiter. Geben sie halt Tipps und Tricks hier. Die Adlerfestung ist auf jeden Fall eines der schwierigeren Dungeons, weil man ja da diese Säulen zerstören muss, dass sie in die Ebene runterrutschen und so weiter. Also da muss man wirklich sehr, sehr stark abstrahiert und dreidimensional denken können. Zum Beispiel, was liegt wo unten und so weiter. Aber hier scheinen sie auch schon so die letzten Sachen zu besprechen. Reptilienfelsen ist ja der letzte richtige Dungeon, soweit ich weiß. Also da bekommt man das letzte Instrument. Dann ist ja das Windei an sich ja noch so ein kleinerer Dungeon auf jeden Fall. Kirby's Pinball Land. Ja, auch ein fantastischer Titel. Wen wundert's, ist ja auch Kirby dabei. Der macht hier so einen kleinen Ausflug in ein anderes Genre, in das Flipper-Genre. Das Spiel gefällt mir aber sehr. Ich bin nicht so unbedingt der Fan von Flippern auf im Videospielform. Aber hier gibt es halt sowas wie Endbosse und so weiter. Das lockert das Ganze natürlich auf. Also macht sehr, sehr viel Spaß. Hier sieht man natürlich die Bosse aus dem Spielen entsprechend. Macht sehr, sehr viel Spaß, finde ich. Ja, Kirby's Dream Land, auch auf dem Gameboy. Hier sieht man wieder den berühmten Baumboss. Ich habe das Gefühl, der wurde irgendwie damals in so gut wie allem irgendwie recycelt. Na gut, der ist natürlich so auch der erste Boss auf dem NES gewesen. Vor allem, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und der ist natürlich wirklich sehr beispielhaft dafür. Auch ein super Spiel. Also Kirby auf dem Gameboy kann man nichts mit falsch machen. Und hiermit sowieso nicht. Hier scheint ja auch hier wieder so ein bisschen Tipps und Tricks gewesen zu sein. Ja, hier so ein bisschen von wegen, ach, die Endbosse werden hier gezeigt. Genau, hier die Hexe, die ist relativ einfach. Also ich habe, das Spiel ist wirklich relativ einfach, überraschenderweise. Beziehungsweise nicht überraschenderweise, finde ich aber ganz angenehm, weil man das so mal locker durchzocken kann. Das Comic. Verloren in der Zeit, okay, Teil 3. Aha, wahrscheinlich irgendwie Standzeit Mario in die Zukunft gekommen zu sein. Ach, und da hilft natürlich der Plock, ne? Passend dazu. Herrlich, wie in diesen Comics dann quasi mal alles verwurstet wurde. Mario, der Frauenheld.
Oh, Duckwing Duck, ja, sehr, sehr schönes Spiel, wobei ich die NES-Version nicht gespielt habe, sondern die Gameboy-Version. Das ist ja meistens immer im Prinzip dasselbe. Auch da, Disney-Spiele auf dem NES konnte man damals nicht viel falsch machen. Hat so ein bisschen von Mega Man das Spiel auf jeden Fall. So vom ganzen Feeling, aber besser sich vom guten Spiel inspirieren lassen als schlecht neu erfunden, sage ich immer. Ja, hier, der Foul-Hauptquartier ist, glaube ich, eines der Endlevel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, Kirby's Adventure, auch hier, ja, die scheinen sich hier wirklich eher so auf so Tipps und Tricks und sowas konzentriert zu haben. Ich meine, gut, Tipps und Tricks und Geheimnisse zeigen und so weiter ist ja sowieso immer relativ großer Teil von dem Club Nintendo Magazin. Aber hier, das kommt mir gerade sehr extrem vor, muss ich sagen. Wie gesagt, Januar wahrscheinlich, ne? Auf das Spiel gehe ich auch nicht groß ein. Ihr werdet es wahrscheinlich alle kennen. Ach, schöne Werbung. Auch wenn das Schloss mit dem Spiel nichts zu tun hat. Hier haben sie es versucht, hier sogar mit so gotischer, nicht gotischer Schrift oder altdeutscher Schrift, aber halt hier so mit sehr, sehr klischeehafter Schrift, sage ich mal, so ein bisschen was zu schreiben. Also es ist wirklich ein gutes Spiel, es ist kein fantastisches Spiel, Mystic Quest Legend, auch wenn ich mich wiederhole, halt die Leistung war halt, dass die wirklich so ein bisschen den Markt, denke ich mal, für die japanischen Rollenspiele geschafft haben. Achso, ja, toll. Dachte ich hier, gehen sie ein bisschen mehr auf DuckTales ein. Auch hier wieder nur so eine kleine Seite, irgendwie wie bei dem Jurassic Park Spiel. Finde ich sehr, sehr schön. Habe ich auch damals auf dem Gameboy gespielt und nicht auf dem NES. Mittlerweile habe ich das in meiner Sammlung sogar in OVP. Das gibt es dann immer noch relativ günstig teilweise. Sehr, sehr schöne Spiele. Habe ich ein paar Dutzend Mal durchgespielt. Macht Spaß. Ja, auch die Charts, die bewegen sich auch ständig, ne? Schauen wir mal. Profis und Leser. Super Mario All-Stars bei den Lesern. Zelda 3 ist klar. Aladdin. Ja, die Profis, die pushen da schon mal auch etwas so neuere Spiele auf jeden Fall rein, die nicht ganz so babsi. Auf Platz 8. Liebe Profis, also ich glaube, das ist dann eher so ein bisschen von wegen, gut, die haben ein bisschen Marketing-Sachen bezahlt, die müssen wir hier auch mal ein bisschen reinbringen. Also ich denke mal, die Lesercharts sind eigentlich so die Ausschlaggebenden. Da haben wir All-Stars, Super Mario World, Zelda 3, wobei ich sehr, na gut, das war natürlich relativ früh Super Mario All-Stars. Starwing, ja gut, wie gesagt, ich wurde damals damit nicht warm irgendwie. Street Fighter 2 Turbo, klar. SimCity, F-Zero, Street Fighter 2, okay, von der 4 runter war natürlich die bessere Version gab. Magical Quest, auch ein sehr, sehr gutes Spiel auf jeden Fall. Game Boy, Link's Awakening, okay, Mystic Quest, okay. Ja, okay, würde ich so unterschreiben hier sogar die Profis diesmal. Super Mario Land, Dr. Mario, Tetris, Tiny Toon Adventures. Ja gut, das ist jetzt nicht so übergeil, aber doch, die Profiliste, da würde ich zustimmen. Super Mario Land 2 bei den Lesern, Link's Awakening, Kid Icarus, da muss ich mal nachholen. Ich habe das in meiner Sammlung, ich habe das noch nie gespielt, muss ich gestehen, soll natürlich auch sehr gut sein. Ja, Mega Man 2, Tiny Toon Adventures, All-Star Challenge, also liebe Leser. Ne? Aber Kid Dracula immerhin, super Spiel und Teenage Mutant Hero Turtles 2, gut, Tetris, klar. So, dann beim NES, Super Mario Bros. 3, 2, Zelda 2, Mega Man 3, 4, Kirby's Adventure, boah, passt, eine Little Nemo. Finde ich, ist ein okay Spiel. Was haben wir hier? Zelda 1, okay, die haben natürlich in der Retro-Perspektive eher recht, aber da meinte hier einer von euch in den Kommentaren, warum das so beliebt war, weil die halt einen deutschen Text hatten, was ja damals nicht unbedingt ja, üblich war und dadurch sind die natürlich populärer, ne? Macht durchaus Sinn, diese Denkweise und der Ansatz. Jedenfalls danke für den Hinweis. Ich habe den Namen leider vergessen, wer das geschrieben hat. Aber wenn du das siehst, danke an dich nochmal. Ja, und hier passiert das Übliche. Gut, beim NES ist halt nicht mehr so viel dabei, ne? So, guck mal hier, was wir hier noch. Die üblichen Zuschriften natürlich, die von den Lesern eingesendet wurden. Falls ihr hier noch ein paar Tipps braucht, ne? Ich
Ist auch geil hier mit der Friese hier, die einmal durch den Sturm gelaufen, scheißegal, man ist denn im Magazin drin. Ja, und dann sind wir schon durch, würde ich sagen. Hier haben wir noch schöne Goof-Troop-Werbung. Brandneu, das erschien, denke ich mal, zum Weihnachtsgeschäft, ne? Und hier natürlich eine schöne Werbung von Kirby's Pinball Land. Episch hier, oder? Hier mit so einer typischen 90er Jahre cool 3D-Brille oder wie man es auch nennen will. Herrlich. Naja, das war mal wieder ein schönes Video, denke ich mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Und egal, wann ihr das seht, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss.